Flohmarkt 67 Retro-Vintage-Funde, jede Menge Lego-Figuren, Dinos und ein richtig toller Schnapper. Hallo ihr lieben Flohmarktmäuse. Wir waren letztes Jahr auf einem kleinen Flohmarkt unterwegs und haben dort auch noch ein paar schöne Schätze gefunden, die wir euch definitiv nicht vorenthalten wollen. Aber wenn ihr doch jetzt schon mal da seid, lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar für den Algorithmus und falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein kostenloses Abo, denn so unterstützt ihr uns in unseren Gewusel und Geöle auf dem Flohmarkt. Und nun spanne ich euch gar nicht mal länger auf die Folter und wir schauen, was wir denn da so Schönes gefunden haben. Ein Stück Mauro nimmt er. 8 haben wir gesagt, ne? Ja. Passt das so? Ja. Gut, Tüte hat der Junge mal selber. Wir können ja mal hier vielleicht gucken, ob wir noch was Schönes finden. Aber ich glaube, hier wäre auch noch so einer. Und was magst du für die Autos haben? 1 Euro. Okay. Guck mal da. Dass das Agentenauto war. Buongiorno. Erstmal ordentlich Autos wieder zum Spielen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, komm, da finden wir bestimmt noch eins, dann haben wir 10 voll. Ach, guck mal hier. Ah, Leon. Ach, guck mal, da haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haben wir 10 Stück. Ja, und aus dieser wunderschönen Autokramkiste haben wir tatsächlich noch 10 schöne Autos gezogen. Wir sehen, ein Platz ist frei. Denn das 10. Auto, der gute Lightning McQueen, ist. Was soll ich sagen? Es wird mit den Sachen eben gespielt. Er ist unter das Sofa gerollt und wird dort noch als Geisel festgehalten und zwar von einer Wollmaus. Ach, großartig. Muss ich erstmal das ganze Sofa wegschieben, um an die Sachen wieder dran zu kommen. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir das auch so. Es sind 10 Autos für 10 Euro und das fand ich schon sehr, sehr cool. Der Preis war voll in Ordnung. Zumal es gab mal wieder ein paar Dino-Trucks für so einen Mann. Voll gut. Oh, Fokus. Richtig schön. Und die Autos von Cars, von Lightning McQueen, die gehen einfach immer. So. Und 10 Euro war an dieser Stelle auch wieder ein richtiges Schnäppchen. Ja, die Sammlung schon, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die Cars-Dinger gehen ein bisschen besser weg, ne? Da habe ich ja auch mal so ein ganzes Konvolut gekauft. Guten Morgen. Der Hulk auf dem Rad da sieht cool aus. Das ist auch cool, ne? Also ich habe mir immer so sagen lassen, so diese Actionfiguren, wo man die Gelenke krasser bewegen kann. Also halt hier hat man zum Beispiel eine Actionfigur von Spider-Man, da kannst du wahrscheinlich nur die Arme und die Beine bewegen. Aber je mehr man bewegen kann bei einer Actionfigur, desto hochwertiger sind die und desto mehr kann man dafür im Resell verlangen. Natürlich. Und halt auch bei alten, ne, bei so alten Turtles konntest du auch nicht so viel bewegen, ne, einfach auch nur die Arme und die Beine. Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, aber soweit ich weiß, sind so Actionfiguren, wo halt viele Gelenke man bewegen kann, also zum Beispiel auch die Ellenbogen oder vielleicht auch die Finger und man hat da auch Zubehörteile hat, gehen auf jeden Fall immer besser weg. Ja. Na gut, aber er merkt sich das ja auch, oder? Ne, dass Christian. Ja. Was sollen die beiden denn kosten? 8 Euro zusammen. 8 Euro? Ja. Kann man die mitnehmen? Die Masken. 8 Euro. Du und diese Masken, ne? Ja. Du sammelst sowas, ja. Also, ja. Also die drei. Was sagten sie? 9. 9, ne? Können die zufällig passen? Ich muss mal gucken. Nö. Ich glaube, 1 Euro. Ansonsten, was nehmen Sie für so ein Auto hier? Ja, 1 Euro. Wenn ja. Es ein Cars-Auto ist, okay. Geben Sie es meinem Sohn, okay. Er freut sich für sein erstes. Bitte schön. Guck mal, wie ist das wieder? Ja, da sind wir auch wieder fündig geworden.
Das kleine Cars-Auto war ja eigentlich gar nicht geplant, aber mangels Kleingeld haben wir den dann auch noch mitgenommen. Und siehe da, den hatte Sohnemann auch noch nicht sehr, sehr gut. Den guten Thanos konnten wir da auch einfach nicht liegen lassen. Irgendwie sieht er ein bisschen komisch aus. Wirklich aussehen wie im Film tut er ja jetzt nicht. Naja, Aus welchem Jahr ist der? Sohnemann ist es egal. Für den ist das mehr oder weniger der Sohn von Hulk. Ach, großartig. Wir lassen ihn einfach in den Glauben. Der ist auch schon sehr bespielt, aber sind wir mal ehrlich, der wird nicht besser im Kinderzimmer. Mit dem wird nämlich ordentlich getobt. Und das Töchterchen hat mal wieder was gefunden, und zwar etwas für ihre Maskensammlung. Ja, sie sammelt ja so Masken aus Filmen. Und jetzt hat sie die Ghostface-Maske sehr, sehr gut. Denn Ghostface, wisst ihr ja, davon hat sie die Living Dead Doll-Puppe nämlich auch schon. Und die passt dann hervorragend zu ihrem Püppchen. Ja, und für alles dann 10 Euro. Fand ich noch voll in Ordnung. Morgen. Ich möchte mich für Stativfahren unbenutzt. Ich habe mein Hobby aufgegeben. Aber vielleicht. Ich bin jetzt einfach mal auf dem Diplomat. Okay. Okay, alles klar. Zubehör ist hier drinnen, ne? Ja. Gleich mal nochmal den passenden Film anschauen lassen zur Maske. Oh, ich glaube, da muss noch ein paar Jahre gewartet werden. Eigentlich brauchte ich auch noch eine Tasche, ne? Ja. Ja, obwohl, wir haben uns das doch alles irgendwie mit 14 reingezogen oder 13 oder mit 12, die ganzen krassen Filme. Ja. Oder Chat? Muss ganz kurz noch mal was gucken. Ich meine, wir leben ja auch noch. Zwar wahrscheinlich ein Kindheitstraum, aber wir leben. Da war ich auch gerade am Überlegen, ob das was ist. Ja, für die Kamera. Ja. Aber ob das da reinpasst alles? Na, obwohl. Da passt alles rein. Da würde alles reinpassen. Zusammen 20. Okay, zusammen. Dann habe ich meine 20. Haben Sie Ihre 20? 20 Euro? Ja, danke dir, ne? Ja, danke auch. Eine Kamera haben Sie? Die Kamera habe ich. Ciao, ciao. Ciao und viel Erfolg noch. Ja, danke. Ja, und da hat mein Mann ein richtig schönes Schnäppchen gemacht. Und zwar gab es diese beiden Sachen für 20 Euro. Und dieses Stativ ist ja schon gar nicht so billig und es ist auch sehr, sehr cool. Wir haben es seit letzten Jahr nämlich auch bei uns im Einsatz. War auch schon Hallo? auf der Toyplosion. Richtig cool. Moin Pinguin. Genauso wie die Tasche. Da Apropos Toyplosion, gibt's noch irgendwelche Retro-Messen oder so, die ich noch nicht auf dem Schirm hab? Gibt's da noch irgendwelche Messen? haben wir dann immer einen Schnickschnack dabei für unser Kamerazubehör, für unser Geöle auf Conventions. Ja, in dem Moment bin ich ganz froh, um das zu filmen, dass ich das alte Stativ noch nicht entsorgt habe. Ja, und wie man gerade unschwer erkennen konnte, war ich mit Sohnemann ja auch auf dem Flohmarkt unterwegs und habe in der Zwischenzeit diesen Stoffdino gefunden. Den gab es für 2 Euro. Und was soll man sagen? Ein Flohmarkt ohne Dino ist kein Flohmarkt. Oh, guck mal. Die habe ich früher auch gehabt. Was möchten Sie dafür denn haben? 8 Euro? Ja. Guck mal, es sind die Autos dazu, ne? Ja, kommt drauf an, ob Sie da mehr nehmen oder. Ja. Was würden Sie denn dann für. Für alles? Ja. Naja, für alles würde ich schon 15. Ja, das machen wir. Ja? Ja. Verflucht seist du! Oh mein Gott, erst sieht man sie jahrelang nicht mehr auf dem Flohmarkt und auf einmal so viele auf einen Haufen. Wie cool ist das denn? Kenne ich gar Und nicht. zwar Ist die es Lego Lego? Fabuland-Figuren. Voll cool. Sieht aus ein wenig wie Lego, ne?
Als sie sagte, naja, da möchte sie schon noch ein bisschen was für haben, dachte ich erst, okay, was sagt sie jetzt? 20, 30 Euro? Nein, 15 Euro. Und da habe ich auch gar nicht lange überlegt, sondern alles klar, nehmen wir mit. Sohnemann freut sich auch schon, der will dann nämlich die ganze Zeit schon mitspielen. Und jetzt höre ich auch auf zu quatschen, sondern gebe ihm die Figuren zum Spielen. Morgen. Guten Morgen. Carrera ist da, ne? Da will ich eigentlich auch immer einkaufen, aber wenn da so ein Teil fehlt, ne? Weiß ich nicht. Und dieses Colorio sieht auch ganz cool aus von Cosmos. Ach, guck mal. Oder da hinten das Star Wars Tiptoy Buch, ne? Star Wars Tiptoy Buch geht meiner Meinung nach auch immer ganz gut weg. Deine alte Mitch. Was möchten Sie für die Puppe denn haben? Nur die Puppe? Ja. 4 Euro? Jaha. Jaha. Ich glaube, da müsstest du sogar noch irgendwo die Anziehsachen für haben. Danke schön. Denkst schon. Sehr, sehr süß. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, und dann schon so oft erwähnt und in... Scriptifix, das geht. Hot Tube Herbert ist auch am Start. Lego Fabuland, ach so. Ich kann es für euch zeigen. Und zwar die gute Barbie Mitch. Und zwar ist das die von Happy Family. Normalerweise hat die auch noch so einen Magnetbauch. Jo, chill, das ist TOS. Den hatten sie leider nicht mehr, der war weg. Oh. Ja, muss ich mal gucken, ob ich den... Ruhig, ich heirate. ...irgendwo finde. Ansonsten, wenn den irgendjemand hat, kann er sich gerne melden. Die mache ich wieder fertig, mache wieder die... Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Haare schön und... Wer würde sich so anziehen? Schaut mal an, ne? So, ist ja schön und gut, das ist ein Spielzeug, aber wer würde dieses Oberteil anziehen? Als Frau. Das sieht man ja alles. Einfach alles. Flechte ihr hier die kleinen Zöpfchen. Und dann kriegt ihr das Kleid an, was ich letztens schon auf Flohmarkt gefunden habe. Ja, und da habe ich die gute Mitch wieder. Sehr, sehr schön. Dazu gab es dann noch dieses Dino-Auto für so einen Mann. Ja, und für 4 Euro fand ich das voll in Ordnung. Guck mal hier. Das sieht doch cool aus, ne? Ja. Guten Morgen. Moin. Was möchten Sie denn für das Puzzle haben? 5. Wenn 4. 5. Auch okay? Das wäre auch okay. Ja? Ja, und da hat das Töchterchen noch was gefunden. Und zwar für die kalte Jahreszeit, auf die wir irgendwie... Ja, safe, wenn man was drunter hat, ne? Aber jetzt so allgemein so... Weiß ich nicht. Immer noch warten. Aber weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Mittlerweile habe ich auch gar keinen Bock mehr auf dieses Nieselwetter, sondern freue mich ehrlich gesagt auf den Frühling. Aber sie hat trotzdem... Oh, da hat sie recht. Ich habe da echt auch gar keinen Bock mehr so drauf. Heute war richtig angenehm so. Ne, richtig schön. So mit ein bisschen Sonne. Das war echt cooles Wetter heute. Also die 2 Minuten, die ich draußen war, haben sich definitiv gelohnt. Ich habe ein original verpacktes Ravensburger Puzzle mitgenommen und zwar für 4 Euro. Das ist ein Ordnung, Harry Potter. Warum Pantinos? Aber welche hat er, welche nicht, ne? Ich habe ihn noch nie gesehen. Den hast du noch nie gesehen? Der auch nicht. Den auch nicht? Ja. Wolltest du gerade warten und gleich mal fragen? Hallo. Dino-Interesse? Ja. Was sollen die beiden denn kosten? Boah, aber heute müsst ihr chill mit dem Abo-Ziel. Ne? Ich sehe jetzt hier gerade eben, also ist mir gerade eben nur aufgefallen, Chat. Wir haben ja heute auch schon wieder die 120. Deswegen entspannen, ne? Ich meine, wir haben ja nur noch 1,5 Stunden, deswegen... Das war ja die letzten paar Tage auch schon wieder. Das war ja geisteskrank, was ihr da abgerissen habt hier. Beide zusammen für 6 Euro, würde ich sagen. Aber meine Kasse noch nicht hier. Okay, Moment, was haben wir? So ein Mann darf ja einfach nicht zu kurz kommen mit seinen Dinos. Und da haben wir an einem Stand doch Tatsache noch ein paar coole Dinos gefunden. Und zwar sollten die dann zusammen, wollte sie 6 Euro für haben. Die hat sie von mir auch bekommen. Weil 3 Euro je Dino, das war auch schon ein schönes Schnäppchen. Das sind Schleichfiguren, oder? Aber ab und an gibt es sie auch im Angebot für 3, 4 Euro, schätze ich mal. Ne? Also halt in neu.
Aber kann man mitnehmen. Ich meine, wenn es für einen Sohn ist oder für die Tochter, kann man eigentlich alles immer mitnehmen, ne? Das ist alles irgendwie ein Schnäppchen. Minecraft-Schwert. So weh, wenn dein Bruder dich damit verhaut. Wie viel soll das denn kosten? Das, ja, dann halt das doch schon mal fest. Vielleicht finden wir ja noch was. Guck mal, der sieht ja auch lustig aus. Das hat 39 Euro. Das Schwert hat sie dann einfach. Ja. Da haben wir ein Minecraft-Schwert gefunden für 3 Euro. Denn er spielt meistens mit dem von seiner großen Schwester und die hat das aus Hartplastik und das Ding tut verdammt weh beim Spielen, wenn man das mal auf die Finger kriegt. Deswegen, das, da kann er gerne mitspielen. Kauft die Dame zum Resellen oder zum ihre Kaufsucht zu befriedigen? Keller muss ja voll sein. Also soweit ich weiß, tut die Trödelmama, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die verkaufen auch, ja. Doch, ab und an. So, aber das fällt, also halt ja, in dem Video kaufen sie schon ziemlich viel ein für die Kids. Ja, das stimmt. Moin, moin, wieso hat Frau Fassler keinen Fassler auf dem Arm stehen? Das habe ich mich auch gefragt. Ich musste eine ganze Zeit lang so überlegen, so, wer ist denn dieser Jonas? Wer zur Hölle soll Jonas sein? Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt. Ich habe ja eine Persönlichkeitsstörung. Nee, Spaß, darüber macht man keinen Spaß. Ich habe zwei Persönlichkeiten. Das wollte ich sagen. Ich habe zwei Persönlichkeiten. Einmal Fassler und einmal bin ich tatsächlich auch im Privaten, werde ich auch öfters Jonas genannt. Und somit konnte ich dann dementsprechend diese Basis finden. Also ich heiße tatsächlich mit Vornamen Jonas. Krass, oder? Krasser Scheiß. Aber was geht, Marc? Schön, dass du da bist im Chat. Und für 3 Euro tun dann auch die Finger nicht so weh. Das ist krass. Also diese Kamera ist ja krass. Schaut mal an. Warum dreht die sich so komisch? Denn er spielt meistens mit dem von seiner großen Schwester und die hat das auch. Passt mal auf. Plastik und das Ding tut verdammt weh beim Spielen, wenn man das mal auf die Finger kriegt. Deswegen, das, da kann er gerne mitspielen. Und für 3 Euro tun dann auch die Finger nicht so. Ist das nicht aus Holz? Das tut doch noch mehr weh wie Plastik. Weh. Schaut an, jetzt. Achtung. Hä? Verstehe ich nicht. Äußerst die kleine Raube Nimmersatt. Was möchten Sie denn für die Bücher haben? Geben Sie mir doch mal die Adresse. Bitte? Jeweils 2 Euro. Was, ab wann steht Fassler im Perso als Künstlername? Also auf der Kreditkarte steht schon, Marc. Ich weiß nicht, vielleicht, also halt nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann lasse ich mir das irgendwie mit in meinen Namen irgendwie einfügen. Aber man kann sich doch, soweit ich weiß, kann man sich zweimal umbenennen lassen. Pafka, was geht? Moin. Guck mal, ist das was? Das kriege ich gerade hin. Das kriegst du gerade hin? Ja. Rum. Gut. Ja. Da schon wieder. Oh Gott, das macht doch bestimmt richtig schön Krach, ne? Aber da weiß ich nicht, ob das... Ist das eine GoPro? Nee. Die lassen wir erstmal. Jetzt schon wieder. Was haben wir denn da? Wir sind mir 5er für alles geben, dann passt das, glaube ich. Können Sie 4 aufmachen? Ja. Boah, darauf freue ich mich, ohne Scheiß, ne? Darauf freue ich mich auch so ein bisschen, weil ich das jetzt so ich kriege gerade eben so ein bisschen Daddy-Vibes. So, wenn ich dann auf dem Flohmarkt bin, ne? Und mein Erstgeborenes das dann in der Hand halte und ich dem dann alles vom Flohmarkt abluchsen kann. Oder halt dann sagen kann, ach ja, der kleine Mann, der braucht die PlayStation 5. Oder die PlayStation 6. Nein, Spaß. Aber ist ein Trick, ne? Ist ein Trick. Aber ich würde einfach auch meinen Kindern die ganze Zeit, also halt so die Sachen vom Flohmarkt erstmal gönnen. So vor allem als Baby und sowas. Geht das auf jeden Fall fit. Ich habe damals auch immer ausgesehen, das war so der 90s-Vibe. Meine Ausbildung ist wohl hoffentlich bald vorbei, da will ich mich selbstständig machen.
Was, die hat locker einen Gimbal, was sich dreht, so dreht sich meins auch. Ach so. Ja, Wild, mit was willst du dich selbstständig machen? Mit Reselling oder was? Ja, da war die stolze Tante mal wieder am Einkaufen. Und zwar für Sohnemann von meinem Bruder. Und zwar ach so. So ein schönes Fühlbuch und Knisterbuch. Die sind mal ganz toll. Und dann gerade diese Stoffsachen. Warum soll man so teuer im Laden kaufen, wenn man sie gut gebraucht oder sehr gut gebraucht auf einem Flohmarkt findet? Die schmeißt man einmal in eine Waschmaschine. Ich verstehe, verstehe. Mhm. Und gut ist. Genauso wie diese süßen Bücher. Das habe ich gedacht, die ist kleine Raupe Nimmersatt. Hier, guck, wo ist die kleine Raupe? Bücher? Kleine Raupe Nimmersatt, OG-Buch. Die sind nämlich auch mal richtig toll. Und durch diese dicken Seiten können die auch schon eine Menge ab. Wir waren schon in 50 Ländern und das sind Reisetipps, die ihr easy umsetzen. Maul. Ich finde die sehr schön, gerade zum Entdecken, wenn das so kleine Zwerge sind, richtig gut. Hat hier unten so eine kleine Stelle, das werde ich aber noch kleben. Und dann ist das alles wieder tutti. Und wie gesagt, für 4 Euro hat man dann so ein nettes Mitbringsel, wenn man mal zum Kaffee hinfährt oder zum Frühstücken. Und das werden wir jetzt kommendes Wochenende tun und nehmen die Sachen dann für die kleine Maus mit. Voll gut. Oder was? Kann ich dir jetzt hier eine Bücherkiste hin? Bücherkiste? Tritt sie schon wieder, ne? Gottchen, guck mal, ein altes Ding von Saltatio Mortis. Da ist die Verhandlung. Ich bin hier nur Mitarbeiter. Ich darf hier über Preise nicht entscheiden. Ich habe ja, ich muss einfach am Wochenende was finden, ne, was gescheit. Beziehungsweise am Samstag, ich habe ja nur den Samstag. Ich muss am Samstag Schnäppchen machen. Freunde, ich brauche eure Schnäppchenenergie dann. Schnäppchenenergie schickt ihr mir, indem ihr hier Emotes rein spammt. Das ist die Schnäppchenenergie, die positive Schnäppchenenergie. 20. Ja, mein Dad und Bro unterstützen mich dann auch damit. Plan wird gerade ausgearbeitet. Echt? Okay, ja krass. Mit Reselling. Wild. So, war nicht mehr, ne? Nein. Schönes Wochenende. Oh, da sind auch PlayStation 3 Spiele da unten drin. Vielleicht bis nächstes Mal. So, haben wir so auf alle Fälle. Schwester. Morgen. Was nehmen Sie denn für die CD? CD? 50 Cent. Warte mal, halt mal fest. Ja, und an dem Stand gab es dann CDs für 50 Cent. Oh mein Gott, und unter anderem dieses. Hey, da habe ich unterschrieben. Ach nee, doch nicht. 4 mit Autogramm. Spaß. Sieht richtig? Voll toll. Subway to Sally. Und da ist sogar mein Lieblingslied drauf. Eisblumen. Voll gut. Ja, auch nochmal. Na, will nicht. Das ist so zum Aufklappen. So eine Technik für sich. So. Mm. Okay. Richtig schön. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kruzifix. Und für beide dann 1 Euro. Wenn man es aufklappt. Wie ein Kreuz. Jawohl, die positive Schnäppchenenergie. Die muss ich mir jetzt rausziehen. Aber nicht so sehr darauf konzentrieren, Schnäppchen zu finden. Du bist auch mit Ronny unterwegs. Ja, aber ich muss ja trotzdem Schnäppchen machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, ja, Ronny geht mit mir da ja auf den Flohmarkt, weil ich der Reseller bin. Der Resell-Schreck. Resell-Schreck könnte man eigentlich so assoziieren, da damit entweder Resell-Schreck, indem ich schrecklich bin, oder aber Resell-Schreck, der Schreck von, ich glaube, von Pixar oder von Disney, oder wer hat den rausgebracht? Ich glaube, Pixar. Schreck. Dieses grüne Monster da. Aus dem Wald. Der kann ja gleich mal gucken. Der kann ja gleich mal gucken, genau. Ich darf ja noch 20 Cent bekommen. Ui, altes Lego Star Wars. Oh, das sieht nice aus. 8093. Ja, Lego haben wir noch ganz viel. Ja. Oh. Ist noch
spielen. Boah, die alten Figuren auch, die sind richtig teuer. Manche. Was möchten Sie denn für so ein Set haben? Oh, die Sonne, die steht aber gerade. Oh. 5 Euro. Boah, 5 Euro, wenn da noch die Minifiguren mit drinnen sind. Aha. Sind da auch noch die Figuren mit bei? Bitte? Sind da die Figuren auch noch mit? Ist sehr unterschiedlich. 5 Euro? Oh, geil! Geiler Scheiß, ich glaube, ich hatte das als Kind. Boah, das gibt mir gerade richtige Flashbacks. Wie knallt einen in die Augen, holla. Alter, Alter! Würde ich sofort mitnehmen, ey. Da sind ja noch mehr Minifiguren drin. Ja, nee, doch nicht. Da müsste der Rest da ja auch mit drin sein. Guck mal. Und dann gucken wir hier mal, ob hier noch was Schönes bei ist. Ich würde alle Lego Star Wars Dinger mitnehmen für den Fünfer, ne? Oder vielleicht auch sagen, wenn ich alle mitnehme, genau 4 Euro pro. So der Klassiker, wisst ihr? Klar, wenn dann was fehlt, ist ärgerlich. Vor allem auch die Minifiguren, wenn die fehlen. Aber wenn die Minifiguren mit dabei sind, es gibt da so viele Stände, die verkaufen allein die Minifiguren für einen Zehner weiter. Guck mal, hier ist auch noch eine. Mit denen habe ich früher gespielt. Ich fand die so toll als Kind. So, was möchten Sie dafür denn dann haben? 7? Jaha. Ja. Sie hat die anderen liegen lassen? Und da haben wir uns die Arbeit gemacht und das Set auch aufgebaut, wie ihr seht. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist selbstverständlich nicht komplett. Sämtliche Waffen fehlen und... Oh, fuck. Und ein paar Figuren fehlen auch. Ja. Und da hat irgendjemand von Jar Jar Binks die Schnurte voll gehabt und der existiert nur noch ein Kopf von. Naja. Scheiße, geil, kann man trotzdem... Allein die Einzelteile kann man richtig gut verkaufen, auch von den Minifiguren. Und... gerade noch von erzählt, die Fabuland-Figuren jahrelang gar nicht gesehen und auf einmal so viele auf dem Flohmarkt, voll gut. Naja, dass das nicht komplett ist, wer weiß. Ach du Scheiße. Vielleicht kaufe ich mir noch dein Buch. Wild, würde mich auf jeden Fall freuen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, ist auf Anfängerkurs, gibt es vielleicht wichtige Tipps und Tricks. Hast du manchmal Probleme, dass die Leute dich erkennen und dir nichts verkaufen? Nö. Also das hatte ich tatsächlich noch nie, ne? Es erkennt mich schon, also ich würde, also halt da natürlich, wisst ihr ja, ne, no flex, aber als ich ja in Dortmund war, das hat mich ja selbst schockiert, hat mich doch schon der ein oder andere erkannt, dass ich halt der Fassler bin, aber so an sich hat jetzt noch nie jemand irgendwie mir noch nichts verkauft. Das Einzige, was wirklich mal passiert ist, ist, dass der eine Idiot an mich so ein bisschen angegangen ist, der hat da die ganze Halle da zusammen geschrien. Aber, ja, ich sag mal so, ne? Ich sag mal so, jemand, der... Also, der im Glashaus sitzt, sagt man ja immer, oder? Der sollte nicht mit Steinen werfen. Wisst ihr, wie ich mein? Das sind dann meistens diejenigen, also... Meiner Meinung nach dürfte man sich nicht aufführen, wenn du jetzt so den geraden Weg gehst. Aber wenn du den ungeraden Weg gehst... Ich sag ja, wie man es richtig macht. Aber wenn du einen ungeraden Weg gehst... dann sollte man meiner Meinung nach nicht jemanden anmachen, der extremst viel auf dem Flohmarkt einkauft oder nicht und da auch Umsatz hinschafft. Und halt auch da, natürlich verkaufe ich die Sachen, also einen Großteil der Sachen natürlich auch weiter. Aber trotzdem, wisst ihr, der hatte ziemlich viele Leichen im Keller, der mich da blöd angemacht hat. Und von daher denke ich mir dann halt auch immer so, naja, okay. Ja, warum macht er mich dann blöd an? Der ist doch selber dran schuld. Der wollte ja dann auch die Polizei und sowas holen. Hat er dann aber nicht. Also halt große, immer halt groß gesprochen, aber halt nichts dahinter, ne? Also von daher, easy. Aber das hatte ich tatsächlich noch nie, dass jemand jetzt so gesagt hat, so, der böse Fassler, der Reseller-Schreck. Nee, das hatte ich nicht. Hatte gestern in meinem letzten Lego-Deal eine Figur gefunden, wert über 200 Euro. Speckt! Weiß, vielleicht kann ich es mal komplettieren oder so. Schauen wir mal. Und zum Spielen für Sohnemann reicht es allemal. Und für 7 Euro, das tut halt nicht ganz so weh.
Man ändert allein sich zwar ein bisschen, aber... Allein die OVP ist mindestens 20 Euro wert. Wir tun, tut das dann nicht. Würde ich mal so behaupten von so einem Ding. Was möchten Sie denn hier für die Figürchen haben? Welche denn? Was meinen Sie denn? Hier hätte ich so ein bisschen was. Ach so, so eine Tüte würde ich 5 Euro nehmen. Ja. Und da jeweils 1,50. Ja. Für die Dinger. Ich habe hier auch noch so eine Tüte. Ja. Das sind diese alten Lego-Figuren, ne? Ja. Und das ist Polly. Ja, was möchten Sie dafür haben? Auch 5 Euro. Das knirzt so ein bisschen, das, was er da hat, ne? Hört ihr das? Also ich höre das irgendwie auf dem rechten Dings hier. Das knirzt so ein bisschen. Was möchten Sie denn für die 3 Tütchen? Knirzt. Den Mann haben. Ja, 15. Machen wir vielleicht 12? Ja, machen wir. Ja. Ach, großartig. Was hat sie da schon wieder für einen Blödsinn gekauft für 12 Euro? Kleinen Moment, ich zeig's euch gerade. Ja, und da habe ich sie einmal alle ausgepackt. Und zwar, ach du Scheiße, schon wieder? Wie gesagt, jahrelang gar nichts. Und schlagartig auf einem Flohmarkt so viele Farben. Schlagartig? Schlagartig? Sagt sie auch Schlagsahne? Kennt ihr das von Family Guy? Schlagsahne. Das heißt Schlagsahne. Schlagsahne, sag ich doch. Schlagsahne. Hatte jetzt die letzten 3 Tage eine Entrümpelung, habe Ware im Wert von 3.000 rausgeholt, wenn nicht sogar mehr. Schmeckt! Landfiguren, oh mein Gott. Schlagsahne. Als hätten die sich untereinander abgesprochen, ne? Aber manchmal ist das so. Es ist echt so cool. Und die hatte man eben als Kind. Boah, kenne ich gar nicht. Kind. Und deswegen freue ich mich da auch so drüber. Und manche sagen immer, ja, die freut sich da so drüber. Die behält das doch alles gar nicht. Doch. Tun wir nämlich. Auch hier. Da habt ihr in einem anderen Video, glaube ich, gesehen, wie ich ein Polly Pocket Disney Schloss kaufe. Und zwar sind das hier Tatsache die Erweiterungen dafür. Voll gut. Denn nun kann ich das auch komplettieren. Voll gut. Richtig, richtig schön. Und für 12 Euro, ich persönlich finde, ein richtig cooler Deal. So schön, der Bild ist super. Gute Idee, richtig. Morgen. Was möchten Sie für ihn denn haben? Ja, für mein kleiner Dings. 4. 3 auch okay? Nee, oder? Guck mal, ich hab noch die ganzen DVDs davon zu Hause, alle Filme. Ja, Sohnemann ist da ganz heiß drauf, deswegen ja, den gibt's. Die sind extremst teuer. Zum Nikolaustag. Den müssen wir zwar jetzt ein bisschen weglegen, aber den kriegt er dann zum Nikolaus. Ja, dann wird er. Ja, und an dieser Stelle. Alter, das Ding ist richtig viel wert. Stelle sei mal gesagt, der eine oder andere verfolgt mich ja auch auf Instagram. Da poste ich nämlich schon mal hin und wieder was, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Und der ein oder andere Zuschauer müsste ihn auch schon kennen. Den gab es nämlich Tatsache zum Nikolaus von Littlefoot. Uns für Sohnemann. Ja, da seht ihr mal, wie lange dieser Fund schon her ist. Oh mein Gott. Aber ich fand ihn einfach so süß. Er ist so niedlich. Littlefoot. Weihnachts-Littlefoot. Gucken wir mal. Steht da irgendwo, Mann? Da. Da steht's. Von 97. Ach, voll süß. Littlefoot. Voll gut. Habe ich ihn jetzt auch gerade aus seinem Kinderzimmer gemopst. Ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, sonst wird er hier schon wieder stehen. Hm. Meiner hat sich immer angezogen, ein T-Shirt runter und dann offen gelassen. Ja. Mit Easy Credit entspannt finanzieren. Maul. Ja, schön die Möbel finanzieren. Mhm. Gute Idee. Hab auch nehmen wieder so Bock auf Flohmarkt. Ja, ich auch, ey. Am Samstag, ne? Drückt mir die Daumen. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Das wird heftig werden am Samstag. Shirt. Aha. Der ist ja auch cool. Ja, das ist Marvel. Aber wir haben die Tage noch gesagt, T-Shirts brauchen wir. Ja. T-Shirts und ja, Langarm-Shirts. Langarm-Shirts habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Alle schon weg.
Das ist aber auch süß, guck mal. Hier hatten wir 1, 2, 3. Bei mir gar nicht, habe ich nicht mehr. 5. Nur klein. Und ein Pulli. Also 5 so. T-Shirts und ein Pulli haben wir hier. Ein Pulli. 6. Ja, da immer wieder welche Fragen. Kauft ihr gar keine Anziehsachen und nur Spielzeug? Nee, wir kaufen auch Kinderklamotten, wie ihr seht. Hier mal so ein paar Stellvertreter, gerade aus dem Video. Das andere T-Shirt ist schon in der Wäsche, weil Sport und so. Und den Pulli hat er gerade an. Deswegen, und Thema Nachhaltigkeit. Ich persönlich finde, man kann Kinderklamotten sehr gut auf dem Flohmarkt kaufen. Erstens schont man damit die Umwelt und zweitens... Finde ich auch gut. Erstens auch den Geldbeutel, weil warum soll man für ein neues T-Shirt 15 Euro ausgeben, wenn ich auf dem Flohmarkt es für 2 Euro kaufen kann? Richtig gut. Deswegen kaufe grundsätzlich eigentlich Kinderklamotten auf dem Flohmarkt. Safe, so Kinder, also halt das juckt doch keinen Schwanz, wie das Kind aussieht. Oder nicht? Juckt es in dem Kindheitsalter, wie man ausgesehen hat? Hat es da irgendjemanden von uns gejuckt, ob wir da irgendwie Gucci, Mucci oder was weiß ich anhaben? Nö, juckt keinen Schwanz. Und also ich würde dann halt so zum Schulalter hin, ne? Aber ich meine, die sehen ja auch mittlerweile alle irgendwie gleich aus mit ihrer North Face Jacke und ihren Nikes, ihren schwarzen Nike-Schuhen. Ja, das war's. Ach so, und das T-Shirt-Paket mit dem Pulli hat dann nur 6 Euro gekostet. Also was soll ich dazu sagen, ne? Das war quasi geschenkt. Hallo? Moin, Erzmandel. Du kaufst ja auch gefühlt alles auf dem Flohmarkt, oder? Ja, aber ja, okay, gut. Kleidung jetzt kommt immer so ein bisschen drauf an. So Kleidung eher nicht so. Aber ich habe auch Sachen vom Flohmarkt. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe zwar schon Sachen vom Flohmarkt, die ich anziehe, aber sonst kaufe ich eigentlich alles, ja. Doch, also Schmuck traue ich mich noch nicht so wirklich ran, beziehungsweise Schmuck halt echt auch noch krasser umkämpft, meiner Meinung nach, wie Videospiele. Und ich wette mit euch, sie nehmen nur einen Rex mit. Oh, doch nicht. Der Rex? Oder ist zu teuer? Der Rexy Rex. Puppenkleider. Heute auch, ne? Ohne Mist, ich bin heute so extremst müde, ne? Ich bin so müde, ich frag mich aber warum. Ich frag mich wirklich warum. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Oh Gott. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Chris, was geht? Hä? Neuer. Ja. Neuer Alter. Alter, neuer. Neuer Alter. Oh, guck mal jetzt. Moin. Was möchtest du für die Bürste haben? 1 Euro? Nehmen wir mit. Kommen wir mal zu einem außergewöhnlicheren Fund. War ich schon auf der. Nerzmandel gönnt 100 Bittis. Oha, Nerzmandel, vielen, vielen Dank für die 100 Bittis. Ehre geht auf jeden Fall raus. Dankeschön. Für die 100 Biddies. Alle Ehre in den Chat spammen. Ehre, Ehre, Ehre. Wieder 100 Biddies in dieses ganze Technik-Konvolut, was ich letztes gekauft habe. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ehre. Was ist denn das? Also halt so einen Siemens-Aufsatz, okay? Kann man den gut verkaufen, oder? Suche nach einer neuen Staubsauger-Bodenbürste. Die alte Bürste gab mal langsam den Geist auf und ja, das hatte sich dann einfach angeboten. Genau passend für den Siemens-Staubsauger eine ja, neue Bürste, damals neue Bürste. Die war jetzt natürlich auch schon ein paar Tage in Gebrauch, aber ja, sie ist halt funktionell. Und das Wichtigste war, dass diese Rolle rauszunehmen ist. Das war nämlich bei der alten Bürste nicht.
Und für einen Euro, da macht man echt nichts verkehrt. Bevor man 30, 40 Euro für eine neue ausgibt, holt man sich einfach eine neue vom Flohmarkt. So, ihr lieben Flohmarktmäuse, und das war es auch schon wieder von dieser Flohmarktfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. War auf jeden Fall ein wunderbares Video. Ihr wisst ja immer, ne? Hier immer Liebe da lassen. Ich baller euch mal hier den Link rein.